Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Red Dead Redemption. 5 AM. Ich dachte, die Zeit ist doch aber richtig. Zwischen... Ach nein, es ist abends. 5 PM to... 6 PM, also 6 past midnight, midday bis 5 at morning. Ich kann mir das nur merken, dass ich AM immer merke am Morgen. Ich kann mir das sonst nicht merken, weil irgendwie... Beides hat ein M und Past und Ad, das will mir dann einfach nicht einleuchten. Also, Moment, von wann? Ist das nicht sogar bald? Also, 18 Uhr. Ja, das ist noch nicht so bald. Haben wir hier vielleicht noch eine andere Mission, die wir machen können? Nein. Dann werde ich jetzt nochmal hier reingehen und, ja gut, das ist vielleicht ein Nachteil, dass man nicht genau kontrollieren kann, wie lange man schläft. Das würde ich vielleicht ganz gern tun können. In zum Beispiel wie in Skyrim, in Fallout, halt in den Bethesda-Spielen. Was habt ihr Schönes? Kaninchenfote. Gibt dir Glück, erbeutete Anzahl von Objekten und Geld um 20% erhöht. Und die kostet nur 13? Holen wir uns hier noch eine Karte an sich. Füllt die Dead-Eye-Anzeige, die brauche ich nicht. Kentucky Saddler. Gold per muttfarbenes Pferd, schnell. Ja, aber den würde ich dann auch sicher sehr bald wieder los sein. So wie ich mich kenne. Er wird einfach sterben. Ah, es ist so permanent verstärkende Items irgendwie gibt für Attribute. Das ist ja... Ich finde das cool. Ich guck mal jetzt nochmal ins Menü, ob ich das irgendwie ausrüsten muss oder ob das tatsächlich... Aber ist hier vielleicht auch mir sichtbar... also hier genau. Kautabak? Nee. Great Plains. Haben wir entdeckt. Ja, wunderschön. Kautabak. Hier ist es genau. Erpressungsfotos. Ach, hier kann ich sie mir sogar... Kann ich sie mir angucken? Peinliche Fotografie vom politischen Gegner des Gouverneurs. Oho. Die haben aber auch immer noch Klamotten an. Ich finde, da hätten sie sich nicht zurückhalten können. Sie haben ja sogar einmal tatsächlich eine nackte weibliche Oberweite gezeigt. Anscheinend können sie es denn ja. Naja, egal. Das ist ein bisschen einfach nicht authentisch. Das ist dann ein bisschen blöd. Was haben wir sonst hier so? Fernglas. Ach, wir haben das Fernglas jetzt sogar permanent. Das ist ja cool. Kaninchenfoto. Nö, ich kann es nicht ausrüsten, dann habe ich es einfach. Nehme ich an. Haben wir sonst irgendeinen Laden? Da ist ein Kino, da kann man Filme gucken, das weiß ich. Auf der Karte gibt es hier noch irgendeinen anderen Laden. Hier gab es doch einen Friseur oder sowas, habe ich gesehen. Ah, hier hinten ist auch ein Waffenladen. Da gehen wir mal hin. Der Waffenladen, das klingt gut, finde ich. Der Büchsenmacher. Wurfmesser auf jeden Fall. Die sind cool. Evans Repartiergewehr. Repartiergewehr mit sehr hoher Kapazität, nur mittlere Durchschlagskraft, aber der einzigartige Korkenziehermechanismus ist beschleunigt das Nachladen. Okay, also einfach ein Ausdauergewehr. Ich kaufe mal hier, bis alles voll ist. Wird mir das angezeigt? Ich glaube, sobald wir einfach voll sind, lässt er mich hier nichts mehr kaufen. Oder ist es ausverkauft? Nicht verfügbar und ausverkauft. Was ist denn da der Unterschied? Hat er einfach nur eine gewisse Menge tatsächlich? Keine Ahnung. Ich habe gerade das Geld und ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Will ich mir diese Waffen kaufen? Das nicht, was ist das hier? Aber hier gewinnen wir Zielfernrohr, hohe Durchschlagskraft und sehr präzise. Das Magazin fast nur wenige Schuss. Ah, Sniper sind ja alle sehr durchschlagend. Vollautomatische deutsche Pistole, fast große Mengen sehr schwerer Munition für Schnellfeuerabzug gezogen halten. Werde ich eh nicht benutzen. Kann ich mir noch mehr Messer kaufen? Ach, er hat 20. Ah, jetzt haben wir unser Max-Dings. Okay, dann hat er wohl tatsächlich Munition einfach nur nicht mehr gehabt, sonst würde er ja auch Max stehen, nehme ich an. Ist immer noch nicht 6.
Dann gehen wir zum Friseur. Dann probieren wir das zumindest mal aus. Was denn? How about I make you famous? All you gotta do is agree to a duel. Keep your eyes open. Gerne doch. Dann machen wir jetzt hier ein Duell. Mal sehen, ob ich es diesmal hinbekomme. Ich habe hier keine Ahnung von Duellen. Vom Duellieren. Das wissen wir ja bereits. Immer noch nicht besser dadurch. Könnt ihr auch einfach die Waffe wegschießen. Ich glaube, das bringt mir sogar mehr Ehre. Aber, nee. Wo bist du im Klamottenladen? Ach, da ist der Schneider. Nicht der Friseur. Kleidungsstück US-Militär. Ich kann mir nichts bei dir kaufen. Ach komm, es ist halb. Wir haben jetzt schon wieder 6 Minuten im Part verschwendet, einfach mit wegen dieser Zeitsache. Das stört mich tatsächlich ein bisschen. Was ist das da? Ach ja, er kauft die Zeitung. Ich will gar keine Zeitung haben, weißt du? Das hier ist natürlich scheiße für dieses Schild. Und für das. Was? Ah ne, auch das Schild lässt sich umwerfen. Hallo? Das ist ein Hund. Oh, wie schön, diese kleinen Details. Ich würde da gerne reingehen lassen. Händler, aber da ist für mich anscheinend kein Laden. Ach, das ist er hier. Das ist Blackwater Hotel. Ach, er wohnt im Hotel, darum. Das ist noch eine Viertelstunde. Jetzt bringt es auch nichts mehr, nochmal speichern zu gehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher... komplett falsche Zeit ist eh viel höher. Wir können mal hier gucken, was ist das? Stretch Hawthorne, the singing blind grave robber. Starring the talented young actor Lawrence Dunn. Okay. Finde ich aber komisch, dass das jetzt nicht übersetzt ist. Sie hatten ja sogar Grabsteine übersetzt. Popcorn. Film ansehen, $2. Haben wir dafür noch Zeit? Komm, wir gucken uns mal einen Film an. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Das wird jetzt quasi hier eine Filmreview. Live. Im weitesten Sinne. Man kann auch hereinzoomen mit linken Trigger. Damsels causing distress. Oh, here commences the daily... Oh. Da war ich gerade so langsam mit dem Lesen. Ich glaube nicht, dass eine Leinwand damals so klar war. Die ist ja wirklich weiß und an den Kanten auch total gerade gezogen. Tis usual with such performance, doth world gentlewoman such advice? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht ganz gelesen. Curious, what perverse distractions in well... I must investigate, wie's a pic... Ne, ich bin zu langsam. Und so schnell kann ich's dann auch gar nicht für mich übersetzen. Also, es ging ja. Oh, Hero Travels Home. Stell dir mal vor, heute würden die Preise noch genauso sein. Help, help! Für Kinobesuche. Dann würde ich deutlich öfter ins Kino gehen. Auch einfach mal auf gut Glück in irgendeinen Film, über den ich mich nicht informiert habe. Über den ich noch nie was gehört habe. Einfach, weil der Name interessant klingt. $2, was soll's. Ja. Sagen wir 2 €. Auch wenn es sich nicht ganz so umrechnet. Also wenn ich es nicht vorlese, kann ich sogar in der Zeit recht schnell genug lesen und verstehe gerade, worum es geht. Ja.
kommentiere es gerade auch mal gar nicht, weil ich gerade so schaffe, die Sachen zu lesen und zu verstehen. Ihr seht es ja selber. Es geht um Emanzipation. Und die Darstellung der Frauen. Das ist ja schnell eskaliert. Ein schöner satirischer Beitrag zur Emanzipation. Ich hoffe, jetzt ist die Zeit gekommen, denn ich möchte jetzt die Quest starten nach 12 Minuten, wo man ein Part quasi schon beenden könnte, so mit einem zugedrückten Auge. Die Zeit ist dabei nicht vergangen. Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Das ist doch Quatsch. Ich will mal sehen, wie das Teil aufploppt. Na, wie wird es aufploppen? Nein, nein, ich helfe niemandem. Some bastard outlaw just robbed me. Please, can you stop him? Ich glaube, ich sehe ihn sogar. Das machen wir noch. Ich sehe ihn immer noch. Reitet der? Da muss ich mich aber beeilen. Das ist gar nicht so leicht, da immer hinterher zu sein, wenn man gerade kein Pferd direkt parat hat. Ah doch, der ist zu Fuß. Bringen die gefesselten Banditen zum Ladenbesitzer zurück. Aber das Stück will ich nicht laufen. Auch, dass man dabei beim Tragen immer noch das Pferd pfeifen kann, das ist natürlich super. Das kann man in GTA, anderen Rockstar Games natürlich nicht. Weil da ist man fast immer mit dem Auto unterwegs. Ja. Dann funktioniert das schlecht. Obwohl, wenn es so eine Zukunft wäre, wo die Autos automatisch kommen, da würde es wieder gehen. Müssen wir ihn auch noch abnehmen. Tritt ihn doch nicht auch noch nieder. $35. Na gut, dann machen wir jetzt die Quest da hinten. Nach 14 Minuten im Part. Das heißt, wir machen den Part eine halbe Stunde lang. Das wird jetzt mein Ziel sein. Mal sehen, ob es klappt. Tut mir leid, dass ich euch damit langweile. Der verlorene Sohn kehrt zurück nach Yale. Ah, wir hatten eigentlich die meisten Parts, waren ja ziemlich story bepackt. Ich finde, das mache ich eigentlich ganz gut. Oh, it's you, dear boy. Come in and shut the door. What's going on? You leaving? Yes, sir. Yes, I am, sir. Do you know the thing that is vital without which scholarship cannot proceed, sir? No, I don't. Not having a bullet in your flipping neck, sir. I am not cut out for this. No, not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? Oh, yes. You okay, professor?
dandy, sir. Just dandy. Oh, great heavens above! Is that you, John? Hello, Dutch. I think that's what they call two for the price of one out here in this wonderful place. Maybe so, Dutch. You and your friend there, the professor, we're gonna kill the both of you. Why you want to do a thing like that? I don't know. Sport, I guess. Fair enough. Why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well, that sounds like a beautiful plan, John. Only problem is, my boys here, they already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. Only we're fighting for an idea, not just for ourselves. That's beautiful, Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now, would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the art of anthropology? Please, sir, what are we going to do? I'm gonna hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? I'm just kidding. We're gonna run across the rooftops. Ich könnte jetzt einfach aus dem Fenster Dutch erschießen. Das ist natürlich wieder so ein Problem. Spielerische Freiheit und Storytelling, wie man das verbinden will. Aber es war klar, dass ich Dutch hier nicht... Oh. Das möchte ich nicht unbedingt. Können wir woanders hinblenden? Bitte? Good day, sir. Madam. Look here, sir. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Es ist klar, dass wir den Herrn Dutch hier nicht schnappen werden, denn wir hätten diese Mission auch vor der anderen machen können. Und da war Dutch immer noch nicht geschnappt. Und ich, auch wenn es cool wäre, ich bezweifle, dass sie da verschiedene Quests einfach für gemacht haben, je nachdem, welche Reihenfolge man da wählt. Das wäre so viel Arbeit einfach. Das glaube ich nicht. Vielleicht Kleinigkeiten ab und zu mal. Christ alive, how many are there? We're completely surrounded. Das hätten wir. Na komm raus. Okay, nachher. Es kommt gerade kein Nachladegeräusch. Das war da ein bisschen irritierend. So, das hätten wir. Ich soll ihm folgen. Dann folge ich ihm. Na gut. Ah, da ist eine Leiter. Treppe. Treppe sieht anders aus. Ey, wir haben Zwillingspferde. Der hat eine Waffe gezogen. Warum hat er... Oh, warum hat er eine Waffe gezogen? Warum habe ich diese Frau weggeboxt? Ja, im Prinzip fasst es das doch sehr gut zusammen. Im Prinzip waren es nur Leute, die sich gegenseitig getötet haben.
bei vielen geschichtlichen, naja, Passagen, nennt man es Passagen, viele geschichtliche Abschnitte lassen sich auch sehr gut so zusammenfassen. Im Prinzip sind es nur die Gründe, die die Namen der einzelnen Epochen ausmachen. Oder die Umstände, unter denen getötet wurde. Ah, er wartet dann sogar, wenn ich zu weit zurück bin. Nachladen. Ich will immer ein vollgeladenes Gewehr im Anschlag haben. Und das Licht da hinten hinter den Bäumen, das sieht wirklich schön aus. Mir gefällt das. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es immer wieder sage. Ihr wisst es, glaube ich, selber. Und wahrscheinlich, ich würde schätzen, die meisten sehen das genauso. Vielleicht ist das manchen ein bisschen zu braun, aber ich finde, selbst das trifft nicht zu, obwohl das Szenario im Prinzip ja dazu ja nicht nur verleitet, im Prinzip fast nichts anderes zulässt als sehr braun. Trotzdem, hier einmal diese Schneelandschaft, hatten wir jetzt diesen Wald hier. Gut, die beiden Anfangsgebiete, die großen, die waren vielleicht relativ ähnlich. War's das jetzt schon? My research is complete. Much as I thought. There's no civilizing this savage land. I could have told you that for nothing. Ah, but they'll give me a prize in New Haven for this. Well, they bloody better. Well, goodbye, Mr. Marston. Best of luck, dear friend. So long, Professor. Er hat kein Ticket gekauft. Oder kauft man es drin im Zug? Weiß ich nicht. $100 haben wir bekommen. Und ich würde sagen, das war eine relativ einfache Mission. Darum ist der Part jetzt auch doch gar nicht viel zu lang. Und beim nächsten Mal machen wir die nächste Mission direkt beim Agent Ross, heißt er, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Sehen wir dann. Also macht's gut, euer Vogel. Tschüss.